Ich bin ein allvergebender Gott, der bereit ist, euch das Freisein von den Sünden zu schenken, die euch gefangen nehmen. Samstag, 15. Dezember 2012, 21.45 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich habe den Wunsch, meine Hand nach denjenigen auszustrecken, die in dieser Zeit in ihrem Leben bekümmert sind. Ich rufe diejenigen von euch auf, die in tiefer Sünde leben und die aufgrund des Schmerzes, in dem sie sich befinden, daran verzweifeln, jemals Trost zu finden. Ihr mögt vielleicht einer schweren Sünde schuldig sein, einschließlich Mord, Abtreibung, Gewalt, sexueller Verdorbenheit, oder ihr mögt euch vielleicht oberflächlich mit dem Okkultismus befasst haben, aber wisst ihr denn nicht, dass ihr nichts anderes tun müsst, als euch mir zuzuwenden und mich zu bitten, euch zu helfen? Ich bin ein allvergebender Gott, der bereit ist, euch das Freisein von den Sünden zu schenken, die euch gefangen nehmen. Diese Sünden können aus eurem Leben verbannt werden. Alles, was ihr dazu braucht, ist Mut. Vergesst nicht, dass es nicht eine einzige Sünde gibt, außer der Sünde der Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist, von der ich euch nicht freisprechen werde. Es ist nicht, dass die Sünder über einen längeren Zeitraum in einem Zustand der Gnade bleiben können, was euch hemmt, meine Vergebung zu suchen. Es ist vielmehr der Gedanke, dass ich euch nie verzeihen könnte, der euch von mir fernhält. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie denjenigen gegeben werden wird, die darum bitten. Ich rufe euch alle, die ihr euch meiner Existenz unsicher seid. Ich bitte euch, mir zu vertrauen, indem ihr euch mir anvertraut, mit mir kommuniziert und mich bittet, euch zu vergeben, werdet ihr die Antwort erhalten, die ihr ersehnt. Ich werde antworten, und ihr werdet dies in eurem Herzen fühlen, wenn ihr das Kreuzzugebet um die Gnade meiner Barmherzigkeit für elende Sünder betet. Kreuzzugebet 89. Für elende Sünder. Lieber Jesus, hilf mir armen, elenden Sünder, zu dir zu kommen, mit Reue in meiner Seele. Reinige mich von den Sünden, die mein Leben zerstört haben. Gib mir das Geschenk eines neuen Lebens, frei von den Fesseln der Sünde, und gib mir die Freiheit, die mir meine Sünden verweigern. Erneuere mich im Licht deiner Barmherzigkeit. Umarme mich in deinem Herzen. Lass mich deine Liebe fühlen, damit ich dir näher kommen kann und damit meine Liebe zu dir entzündet wird. Hab Erbarmen mit mir, Jesus, und halte mich von Sünden frei. Mach mich würdig, in dein neues Paradies einzugehen. Amen. Denk daran, nicht deshalb, weil Seelen würdig sind, in mein Königreich einzugehen, erhalten sie Versöhnung, sondern vielmehr, weil meine Barmherzigkeit so groß ist, dass ich jeden einzelnen Sünder retten kann, wenn er nur den erforderlichen Mut fassen würde, mich um Hilfe zu bitten. Ich liebe euch alle mit einer beständigen Leidenschaft. Lehnt weder meine Liebe noch meine Barmherzigkeit ab, denn ohne sie werdet ihr weiter in die Sünde zurücksinken und für mich verloren bleiben. Wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde ich auf eine solche Weise antworten, dass ihr es sehr schwer finden werdet, euch wieder von mir abzuwenden. Euer geliebter Jesus. Zu schenken, die euch gefangen nehmen. Samstag, 15. Dezember 2012, 21.45 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich habe den Wunsch, meine Hand nach denjenigen auszustrecken, die in dieser Zeit in ihrem Leben bekümmert sind. Ich rufe diejenigen von euch auf, die in tiefer Sünde leben und die aufgrund des Schmerzes, in dem sie sich befinden, daran verzweifeln, jemals Trost zu finden. Ihr mögt vielleicht einer schweren Sünde schuldig sein, einschließlich Mord, Abtreibung, Gewalt, sexueller Verdorbenheit, oder ihr mögt euch vielleicht oberflächlich mit dem Okkultismus befasst haben, aber wisst ihr denn nicht, dass ihr nichts anderes tun müsst, als euch mir zuzuwenden und mich zu bitten, euch zu helfen? Ich bin ein allvergebender Gott, der bereit ist, euch das Freisein von den Sünden zu schenken, die euch gefangen nehmen. Diese Sünden können aus eurem Leben verbannt werden. Alles, was ihr dazu braucht, ist Mut. Vergesst nicht, dass es nicht eine einzige Sünde gibt, außer der Sünde der Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist, von der ich euch nicht freisprechen werde. Es ist nicht,
dass die Sünder über einen längeren Zeitraum in einem Zustand der Gnade bleiben können, was euch hemmt, meine Vergebung zu suchen. Es ist vielmehr der Gedanke, dass ich euch nie verzeihen könnte, der euch von mir fernhält. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie denjenigen gegeben werden wird, die darum bitten. Ich rufe euch alle, die ihr euch meiner Existenz unsicher seid. Ich bitte euch, mir zu vertrauen, indem ihr euch mir anvertraut, mit mir kommuniziert und mich bittet, euch zu vergeben, werdet ihr die Antwort erhalten, die ihr ersehnt. Ich werde antworten, und ihr werdet dies in eurem Herzen fühlen, wenn ihr das Kreuzzugebet um die Gnade meiner Barmherzigkeit für elende Sünder betet. Kreuzzugebet 89. Für elende Sünder. Lieber Jesus, hilf mir armen, elenden Sünder, zu dir zu kommen, mit Reue in meiner Seele. Reinige mich von den Sünden, die mein Leben zerstört haben. Gib mir das Geschenk eines neuen Lebens, frei von den Fesseln der Sünde, und gib mir die Freiheit, die mir meine Sünden verweigern. Erneuere mich im Licht deiner Barmherzigkeit. Umarme mich in deinem Herzen. Lass mich deine Liebe fühlen, damit ich dir näher kommen kann und damit meine Liebe zu dir entzündet wird. Hab Erbarmen mit mir, Jesus, und halte mich von Sünden frei. Mach mich würdig, in dein neues Paradies einzugehen. Amen. Denk daran, nicht deshalb, weil Seelen würdig sind, in mein Königreich einzugehen, erhalten sie Versöhnung, sondern vielmehr, weil meine Barmherzigkeit so groß ist, dass ich jeden einzelnen Sünder retten kann, wenn er nur den erforderlichen Mut fassen würde, mich um Hilfe zu bitten. Ich liebe euch alle mit einer beständigen Leidenschaft. Lehnt weder meine Liebe noch meine Barmherzigkeit ab, denn ohne sie werdet ihr weiter in die Sünde zurücksinken und für mich verloren bleiben. Wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde ich auf eine solche Weise antworten, dass ihr es sehr schwer finden werdet, euch wieder von mir abzuwenden. Euer geliebter Jesus.